Ja, und wir wollen in diesem Tutorial die Bedienblende der ESAM-Serie von De'Longhi tauschen, benötigen dazu einen Kreuzschlitzschraubendrehergröße 2 und eine Spitzzange und werden euch natürlich Hinweise zu entsprechenden Ersatzteilen jeweils in der Videobeschreibung benennen und natürlich sind alle Gesetzesinformationen hier zwingend zu beachten. Ja, also starten wir erst einmal mit dem Öffnen des Gehäuses. Dazu gehört natürlich, dass wir zuerst einmal den Wassertank unserer Maschine entfernen und beiseite stellen und dann auch erst einmal den Tresterbehälter samt Abtropfschale herausnehmen und auch diese beiseite räumen. Und dann kommen wir dazu, dass wir hier im Tutorial die Brüheinheit herausnehmen. Das sind alles Schritte, die ihr von eurer normalen Pflege des Gerätes ja schon kennen solltet und wo wir nicht so viel dazu erklären müssen. Wenn die Schritte, diese haushaltsüblichen Schritte erledigt sind, drehen wir uns das Gerät einmal auf die Rückseite und sehen hier jetzt zwei Schrauben, eine oben, eine unten. Und diese beiden Schrauben müssen links herum herausgedreht werden. Wichtig, links herum ist immer raus, rechts herum wäre immer rein. Und wir wollen die ja herausdrehen, also links herum. Wenn das erledigt ist, lupfen wir unten diese Rückseite ein bisschen an. Und ihr werdet es merken, das sind alles Plastiknasen, die dann relativ schnell herausklicken. Und wenn die Rückseite abgenommen, seht ihr hier vier Schrauben, zwei auf der linken Seite, zwei auf der rechten Seite und die beiden Schrauben müssen natürlich auch raus. Also in dem Fall alle vier Schrauben müssen natürlich raus und dann können wir die Seitenwände demontieren. Hier ist es so, dass auch hier müssen wir natürlich auf die Plastiknasen achten. Hier ist es aber noch ein bisschen gefährlicher als bei der Rückseite, weil das sind solche kleinen Haken, die natürlich wegbrechen können. Und da sollten wir nicht mit zu viel Kraft dran gehen und lieber ein bisschen hin und her bewegen, diese Seitenwand, bis sie dann letztendlich auch wirklich ausklickt. In dem Fall hat es jetzt hier geklappt mit der linken Seitenwand. Und dann drehen wir uns jetzt auf die rechte Seite und diese ging jetzt hier relativ leicht, aber auch die kann ein bisschen klemmen. Dort solltet ihr, wie gesagt, nicht fahrig werden. Im nächsten Schritt drehen wir uns das Gerät jetzt wieder auf die Seite und wir sehen hier nochmal auf der rechten Seite drei Schrauben. Die drei Schrauben gehören allesamt zum Deckel und zur Bedienblende und wir wollen ja die Bedienblende tauschen. Demzufolge müssen wir auch diese Schrauben hier lösen. Dann können wir uns das Gerät noch einmal auf die Rückseite drehen, haben hier oben links noch eine Schraube, die drehen wir noch raus und auf der anderen Geräteseite, auf der linken Geräteseite haben wir dann die zwei Schrauben zur Bedienblende und die müssen wir natürlich auch herausdrehen. Jetzt ist die Bedienblende schon locker und wir müssen die also noch ein bisschen festhalten mit der Hand und wir haben nämlich noch einen Schritt und das ist dieser Kabelbaum, der muss von der Steuerplatine abgezogen werden und wenn das der Fall ist, wenn das erledigt ist, könnt ihr jetzt die gesamte Bedienblende nach vorn entnehmen und damit haben wir im Prinzip das Bedienteil und jetzt machen wir diese Frontklappe hier in dem Zug auch gleich noch mit ab und können die ja gegebenenfalls auch mittauschen. Das heißt, hier habt ihr so einen kleinen Sicherungsstift, den zieht ihr nach oben heraus und wenn er ganz rausgezogen ist, müsst ihr gut festhalten, weil dann fällt die Klappe einfach nach vorn und damit haben wir dann auch diese Klappe demontiert und können jetzt noch die Heißwasserdüse abziehen. Ja, und jetzt können wir in umgekehrter Reihenfolge einfach wieder die Front montieren. Wir nehmen diese neue Klappe und setzen diese mit diesem Sicherungsstift wieder an, schieben diesen ganz bis nach unten durch und dann hält die Klappe auch schon wieder fest und kommen jetzt zur Bedienblende, die getauscht wurde, nehmen die neue Bedienblende in umgekehrter Reihenfolge, setzen die erstmal vorsichtig an, dass hier auch keine Plastiknasen wegbrechen, gucken, dass uns der Kabelbaum hier nicht irgendwo einklemmt und stecken jetzt zuerst einmal den Kabelbaum wieder an der Steuerplatine an und genau, dann haben wir das schon erledigt und haben hier jetzt wieder diese drei Schrauben ganz von Beginn der Reparatur und die drehen wir natürlich auch wieder rein, rechts herum jetzt in dem Fall und dreht diese Schrauben bitte nicht zu fest, denn nach fest kommt ab, das ist so eine Handwerkerweisheit und die stimmt auch meistens und ihr habt hier wirklich nur solche kleinen Plastikführungen, in denen die Schrauben drin sind und wir wollen ja nicht in dem Fall, dass nach fest abkommt. Auf der Rückseite haben wir oben links noch die eine Schraube, die jetzt hier nur den Deckel mithält, aber die natürlich auch wieder dazugehört, der Vollständigkeit halber. Und auf der linken Geräteseite sind es nochmal zwei Schrauben,
alles Kreuzschlitzschrauben, die ihr jetzt quasi rechts herum wieder festschraubt. Und wenn wir das erledigt haben, kommen wir auch schon zur Seitenwand und müssen diese wieder montieren. Auch bei der Montage sind wir vorsichtig mit den Plastiknasen. Die schieben wir also erst einmal von unten nach oben unter den Rand der Kaffeemaschine und schauen dann, dass die sauber einrasten. Und nehmen jetzt die rechte Seitenwand auf der gegenüberliegenden Seite und machen das dort genauso. Heben uns die Kaffeemaschine ein Stück an und fädeln diese Seitenverkleidung von unten ein und schieben die dann dementsprechend nach vorn. Und auf der Rückseite haben wir jetzt wieder diese vier Schrauben, zwei links, zwei rechts. Die schrauben wir wieder herein, auch hier rechts herum, damit wir nichts kaputt machen. Da sind wir da ein bisschen vorsichtig und die vier Schrauben müssen natürlich wieder rein. Und müssen bei der Rückseite jetzt eben nur vorsichtig sein, dass wir genau diese kleinen Plastiknasen nicht abbrechen und die sauber einrasten auf der Rückseite. Setzen also erst einmal die Rückseite unten an und schieben die oder halten die dann oben dagegen. Kontrollieren mit dem Finger nochmal, dass alle Maße stimmen und haben jetzt diese benannten zwei Schrauben. Eine oben, eine unten, die müssen noch rein. Und damit haben wir grundsätzlich erst einmal das gesamte Gehäuse wieder geschlossen. Und was jetzt noch fehlt, sind natürlich diese Anbauteile wie die Heißwasserdüse. Und wir haben ja ganz am Anfang auch den Tresterbehälter und die Brühgruppe entfernt. Die bauen wir jetzt auch wieder rein, denn ohne die geht ja am Ende gar nichts. Und müssen jetzt hier die Brühgruppe wieder einschieben. Und wenn die eingerastet ist, wie gesagt, das Klicken kennt ihr ja von der Brühgruppe, dann kommt auch schon der Tresterbehälter mit der Abtropfschale. Und dann können wir die Klappe schließen und zu guter Letzt nur noch den Wassertank installieren und damit haben wir das Gehäuse wieder geschlossen. So, und ich hoffe, nun haben wir es geschafft. Im besten Fall könnt ihr jetzt wieder einen heißen Kaffee aus eurem Vollautomaten genießen und konntet mit dieser Reparatur und diesem Tutorial nicht nur ein bisschen Geld aus eurem eigenen Geldbeutel sparen, sondern auch die Umwelt schonen. Wenn das der Fall ist, haben wir unser Ziel erreicht und ich denke, ihr seht das am Ende genauso. Und würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo des Kanals. Also dann Leute, ran ans Werk!